Ja, der Handels- und Logistikmarkt ist massiv im Umbruch. Es gibt ganz neue Strukturen dort. Der Handel kann nicht mehr so arbeiten, wie er in der Vergangenheit gearbeitet hat, dass der Kunde zu ihm kommt, selber kommissioniert, selber an der Kasse sich anstellt und die Waren dann auch noch nach Hause bringt. Diese Funktion wird zunehmend durch Logistiker erbracht und darauf muss sich der Handel einstellen, weil das natürlich Kosten produziert. Und der Handel muss insgesamt umdenken. Aber ich glaube, dass der Handel sehr wohl eine Chance hat. Wir bei Kubilus beschäftigen uns die ganze Zeit schon in diesem Zusammenspiel zwischen Handel und Logistik. Händler sind ja per se Logistiker schon immer gewesen, aber sie brauchen eben noch ein bisschen mehr logistischen Input. Wir müssen mehr den Kunden fokussieren, und zwar den Endkunden und dessen Bedürfnisse. Und da sehen wir eine Riesenchance. Der Handel hat ein Asset, was wirklich super ist, nämlich die Fläche nah beim Kunden. Und die ist heute kriegsentscheidend. Und wir müssen eben noch ein bisschen daran arbeiten, dass der Handel auch ein bisschen Artificial Intelligence macht und sozusagen mit den Daten arbeitet, erstmal die Daten erhebt und dann mit diesen Daten auch arbeitet. Und wenn man sich Retail anguckt, dann fängt das mit Re wie Real Estate an. Dann gibt es ein kleines T für Technology und dann gibt es ein großes AI für Artificial Intelligence. Und dann gibt es hinten noch ein kleines L für Logistics. Und wenn Retail so übersetzt wird, dann haben wir eine Chance, dass wir Retail wieder an der Front haben und dass auch Läden sozusagen ihre Funktion haben, ihre Funktion aus der Sicht des Retailers, aber eben mit AI.